Und ich. Wer ist und ich? Stefan Raab. Ja, und? Wie ist das so, den ganzen Tag Obst? Wird man da nicht Banane, Sie Pflaume? Nein. Man wird nicht sauer, wenn eine Zitrone dabei ist, ne, wenn man Obst verkauft. Die Pointe war auch nicht schlecht, die würde ich bei mir gerade noch so als drittklassig durchgehen lassen. Ne? Hau ab, Schwein! Are you ready to run? Slam it! Ja, 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 la, 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 la. Kleine, emsige, fette Bienchen tanzen hier schon den Biene-Maja-Tanz. Und da ist eine wunderbare Stimmung hier im Stadion. Die freuen sich alle. Dankeschön. So hört sich das an. Ich glaube, hier will gar keiner mehr die Biene Maja hören. So sieht das aus. Ich bin hier wegen Fußball, nicht wegen Ihrem Schwachsinn. Entschuldigung bitte. Ach so, ja, aber machen Sie sich nichts draus. Ne? Genau. Weiter so, der Mann mit der fleischfarbenen Badekappe, Robert Lemke. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Hose, Mikrofon. Die Party geht ab, alle wippen wie verrückt. Heimblöd, Captain Blaubeer und die anderen sind jetzt mit die Maus nach zufrieden an einem Stückchen Käse. Heimblöd und die Jungs machen eine Polonaise. Die kleine gelbe Ente wartet lustig durch die Saal. Von vorne nach hinten und das Ganze noch einmal der Elefant. Tüte noch mal einen aus dem Rüssel raus. Hey, danke. Hier kommt die Maus! 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 Wenn man halt irgendwie meint, es reicht, Moderator zu sein, um Musik machen zu können, das reicht nicht. Reicht einfach nicht ganz. Mhm. Es hat auch, glaube ich, vor mir kaum jemanden gegeben, der erst als Moderator bekannt wurde und dann als Musiker dementsprechend auch Erfolg hatte. Mhm. Ich denke mal, die Leute nehmen mir das ab, dass ich das, dass ich das, was ich mache, auch dementsprechend selber kann. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ja, das finde ich auch. Mit Credibility. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Vivasion, und das ist eine tolle Sache, denn 600 Sendungen beim selben Sender, das erleben ja nicht viele von Kollegen. Ich erspare mir jetzt die Namen, denen das Schicksal es anders beschieden hat zu nennen. Eine Träne zum Abschied und viel Erfolg für die Zukunft, und wir hoffen, du wirst nicht allzu seriös, aber ein bisschen ernsthafter, Stefan, kannst du vielleicht schon werden, denn du hast es mal persönlich erfahren, es steht nicht jeder bei uns hier auf Klamauk. Danke dir. Schöne Grüße auch von Peter, soll ich sagen. Tschüss, alles Gute!